Die Straßen sind voll, doch was bleibt von all dem Schein? Wir rennen blind durch das Leben, als wär das schon das Sein. Geld regiert, doch die Welt zerbricht. Wir sehen es kommen, doch wir ändern nichts. Wir haben die Macht, wir haben die Wahl, zu entscheiden, wohin dieser Weg führt, ob er gut ist oder fatal. Es liegt an uns, die Richtung zu lenken und mehr zu sehen als nur die Zahlen in den Banken. Die Welt in unseren Händen, wir können sie formen. Nicht das Geld, sondern das Herz sollte uns führen. Es ist Zeit, dass wir aufstehen, bevor es zu spät ist. Denn diese Erde ist das Einzige, was wirklich zählt. Die Welt in unseren Händen, so zerbrechlich und klar. Wir können sie retten, wenn wir erkennen, was wirklich war. Die Meere steigen, doch wir schauen weg. Wir kämpfen um Reichtum, doch verlieren den Zweck. Jeder Baum, der fällt, jedes Tier, das schreit, erinnert uns daran, dass die Zeit verrinnt. Sie wird immer knapp. Es ist Zeit aufzuwachen, bevor alles vergeht. Bevor das, was wir lieben, im Schatten verweht. Nicht das Geld ist es, das uns die Zukunft bringt, sondern das, was wir für unsere Welt empfinden. Die Welt in unseren Händen, wir können sie formen. Nicht das Geld, sondern das Herz sollte uns führen. Es ist Zeit, dass wir aufstehen, bevor es zu spät ist. Denn diese Erde ist das Einzige, was wirklich zählt. Die Welt in unseren Händen, so zerbrechlich und klar. Wir können sie retten, wenn wir erkennen, was wirklich war. Vielleicht ist der Weg lang, vielleicht schwer. Doch wenn wir nicht handeln, ist bald nichts mehr. Die Zukunft gehört uns, wenn wir jetzt entscheiden, ob wir weiter blind jagen oder das Licht verteidigen. Die Welt in unseren Händen, wir können sie formen. Nicht das Geld, sondern das Herz sollte uns führen. Es ist Zeit, dass wir aufstehen, bevor es zu spät ist. Denn diese Erde ist das Einzige, was wirklich zählt. Die Welt in unseren Händen, so zerbrechlich und klar. Wir können sie retten, wenn wir erkennen, was wirklich war. Es liegt an uns, wohin die Reise geht. Die Welt gehört uns allen, egal wie viel Geld jemand zählt. Die Zukunft ist nicht gekauft, sondern gemacht. Und es ist Zeit, dass die Welt in uns neu erwacht. Die Welt in unseren Händen, wir können sie formen. Nicht das Geld, sondern das Herz sollte uns führen. Es ist Zeit, dass wir aufstehen, bevor es zu spät ist.